Moin und willkommen hier zum nächsten Video. Wir sind natürlich letzte Woche Freitag das Event hier gefahren auf Misano im M4 bei Rennwelten. Und ja, dann war ich natürlich am Freitagabend heiß, beziehungsweise hatte da ein klein bisschen Setup und ja, Erfahrung herausgefahren. Und ich dachte mir, werden wir jetzt mal hier direkt versuchen und gucken, was die Hotlap so hergibt. Heißt, wir haben uns jetzt mal direkt nach dem Event abends noch ins Auto geschmissen. Und haben hier mal geguckt, was hier noch ein bisschen geht. Mussten hier ein bisschen korrigieren, war aber alles halb so wild. Gucken dann hier, dass wir jetzt hier sauber früh genug anbremsen. Gehen jetzt hier relativ weit über den Curb, haben aber gute Traktion. Und sind sehr früh am Gas, fahren jetzt hier zur... Ja. Können wir es Spitzkehre nennen? Na, ja, sagen wir mal doppelrechts. Linie war nicht ganz ideal, mussten relativ lange warten, bis wir wirklich Vollgas fahren können. Also, da müsst ihr mal ein bisschen drauf achten, dass ihr früher das Auto quasi umgesetzt bekommt, dass ihr früher die Lenkung öffnen könnt und früher ans Gas gehen könnt. Weil ich hier sehr lange mit, ja, ein bisschen Schleppgas durch die Kurve musste, bevor ich dann wirklich dann ganz Vollgas geben konnte. Auch hier sehr schön zu fahrende Kurven, auch hier das Auto macht hier richtig Laune, fühlt sich richtig gut an, Traktion natürlich am Ausgang ein bisschen wenig, aber das ist alles halb so wild. Und dann gucken wir auch einmal die Runde von außen an. So, und jetzt geht sie auch in die heiße Runde, in die Hot Lap. Alles an Strecke mitgenommen, was irgendwie gegen das Auto sieht nicht nur fantastisch aus, es klingt auch einfach nur fantastisch gut. Sehr schöne Kameraansicht, wir sehen es jetzt hier auch. Wie gut wir hier auch über den Curb dann da fahren können. Bei den GT4 ist auch sehr viel Federweg vorhanden. Wir sehen es jetzt hier auch richtig, wenn wir dann in die Bremse steigen, obwohl er bei dem Setup ein bisschen limitiert ist. Ja, wie sehr das Auto doch trotzdem vorne einfedert, wenn wir dann in die Eisen steigen. Wir sehen es jetzt hier. Also doch eine sehr, sehr starke Neigung auf der Vorderachse dann beim Bremsen, wo er sich dann vorne wirklich auf die Vorderachse wirklich reinlehnt. Und ja, ich glaube, der Federweg vorne war bei 40 von der Einstellung. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es war 40. Und wir sind runtergegangen auf 15. 15 oder 18. Also wir haben wirklich den Weg doch deutlich mehr limitiert. Vielleicht müsste man mal darauf achten, dass man den vielleicht noch ein bisschen mehr limitiert. Wobei man braucht natürlich auch noch ein bisschen, dass es gut arbeiten kann. Ja, aber wir sehen es auch, wenn der Wagen sich noch mehr senkt beim Bremsen, dann schleifen wir auch schon fast am Boden. Und dann geht es jetzt hier in die vorletzte Kurve und dann auf Start und Ziel. Und dann bleibt die Uhr bei einer 1:42.6 stehen und dann... bedanke ich mich fürs Zusehen. Setup verlinke ich euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Sub da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.